Hey, willkommen. Mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt, und zwar Broforce. Ein Spiel von Devolver Digital. Die PS4-Version von Let's Play für euch. Ja, für Xbox One und PC müsste das Spiel eigentlich auch bereitstehen. Und ja, warum Broforce? Weiß ich nicht. Ich habe so ungefähr die ersten 10 Minuten von einem anderen YouTuber über dieses Spiel gesehen. Ich fand diese Idee einfach so selten dämlich geil, deswegen muss ich mir das Spiel auch holen, vor allem die Beschreibung des Spiels. Eine unterbezahlte, übermächtige Spezialeinheit, welche sich, glaube ich, Broforce nennt, muss die Welt retten oder irgendwie sowas, ich weiß nicht genau. Ich wollte mich jetzt nicht zu sehr über die Story uns informieren, weil das Spiel ist blind. Also keine Spoilers und so. Ich glaube zwar nicht, dass ich ob mir irgendjemand hier was verraten wird, weil ich weiß nicht, wie lange das Spiel ist, und vielleicht nehme ich auch das gesamte Spiel schon an einen Tag auf oder so, je nachdem, wie lange es ist. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Spiel. Broforce! Verdammt, okay. Neue Kampagne starten. Iron Bro Modus. Für den Iron Bro Modus muss man noch mehr Bros freischalten, okay. Ja. Die Charaktere sind alles irgendwie Actionhelden aus verschiedenen Filmen oder Serien aus den 80er und 90er Jahren, aber dazu mehr. Schwieriges brutal, probiere es lieber erst auf normal. Okay, mach mal offline spielen. Nein, ich möchte offline spielen. Ja, join game. Spieler können wir in des Spiels einsteigen. Dann die Ruhe. Let's go. Fängt direkt an. Okay. Ja, muss man mal gucken, wie es hier anfängt. Ich gehe mal zu 1, weil ich nehme mal an, wir müssen mal die SZ. Kriegsgefangene sind seit 25 Jahren in Vietnam gestrandet. Finde sie und rette sie. Okay. Drohungsmeter blau. Alles klar. Ja, oder was bin ich denn? Schon mal gut zu wissen. Was retten wir die Welt? Indem wir alles kaputt schießen. Ich bin Rambo. Oder Rambro, glaube ich, ne? So. Link springt mal mit 4 Fließbahnen. Mit Dreieck mache ich einen Messerangriff. Mit Kreis werfe ich Granaten. Okay. Okay, dann gehen die ja weg. Kann ich hier Sachen erschießen? Also Steine. Ich glaube, an Wände kann man auch hochklettern, ne? Kann ich die Steine auch so kaputt machen? Mit dem Messer. Ja, schon, lass mich da hoch. So. Ja. Pass auf. Ich komme da unten. Sehr gut. Wenn es keine Wege gibt, dann machen wir uns welche. Boah. Kann ich irgendwie rennen oder so? Ja, mit L1, gut. Gehen wir eben so dahin. Oh, die ganzen Stimmen. Ich finde das so geil. So, wer bist du? Bromando, joinst du. Battle. Okay. Und ich spiele nur direkt. Kommando oder was? Nicht von so einem Film von Arnold Schwarzenegger. Ich irre. So, da kann ich mich selber erschießen, hoffentlich nicht. Schieß einfach mal mit Raketen um mich. Ich habe gerade das Leben bekommen. Okay, ich sehe gerade. Und spiele wieder Rambo. Ja, alle Charaktere haben irgendwie Bro im Namen, das weiß ich schon. Oh Gott. Oh Gott. Sachen explodieren. So, das ist halt noch kein Problem hier. Das ist der Teufel oder was? Und Hubschrauber. Und alles explodiert, jawohl. Area liberated. Meine Güte, mein Controller geht voll ab. Rot, blau, weiß, rot, blau, weiß. Amerika. Sehr gut. Meine Güte. So, und ich bin wieder Command Bro. Ich hab
berühren? Ich glaube ja, gut. So, ich hoffe mal, das sind irgendwie so Checkpoints oder so. Aber ich kann mich nicht selber in die Luft jagen, das ist schon mal gut. Okay. Ich wollte Granaten einsetzen. Oh Gott. Ich kann auch Raketen werfen, das ist gut zu wissen. Wahrscheinlich gibt es ja auch überall Geheimnisse und so. Ich gehe mal außerhalb der Level, ja. Verdammt. Okay, gut. Aber ich kann Wände kaputt hauen, das ist auch schon mal gut. Und ich kann mich flexen. Das sollte jedes Spiel irgendwie als Option haben. Ist überhaupt Musik im Hintergrund? Ich höre gar nichts. Warte, ich komme durch die Wand und rette dich. Wer auch immer du bist. Was ist das hier? Okay. Mit einem Flammenwerfer, okay. Den ich nicht die Wände kaputt machen kann, doch. Kann man nicht nach oben schießen. Schade. Da. Sehr gut. Aus dem Weg, ihr Mistkerle. Ich bin vielleicht nicht die richtige Person, die das Spiel spielen sollte. Also Actionfilme aus den 80er, 90er. Jetzt nicht so mein Gebiet, aber trotzdem. Ich muss das Spiel einfach spielen. Ich spreng mich einfach hier überall durch. Hab ich gar nicht geguckt, was der für Granaten machte. Hatte. Ihr entfeigt. Oh, da ist noch jemand. Roland Walker. Chuck Norris. Okay. Beziehungsweise sein Charakter aus Texas Ranger. Walker Texas Ranger. Ich weiß nicht, wie der Charakter hieß. Ich habe nur eine Folge mal gesehen. Ja, und jetzt bin ich wieder Mr. T. Hey Teufel, was geht? Also gerade am Flexen. Auch und los! Oh, ist in die Luft wieder, ja. Mein Power Ranger muss ich die Mitte rumkommen. Oh, ich habe jetzt fehl gedrückt, verdammt. Ich bin jetzt nicht nochmal die gleiche Level, oder? So, ich gerade in die Luft gejagt. Was soll das? Sehr gut. Jeder Actionfilm zusammengefasst, einfach alles wegspringen mit Feuerwaffen. Jawohl. Ich könnte mir vorstellen, Arnold Schwarzenegger wird hier ein paar Mal öfter auftauchen, in verschiedenen Varianten. Lass mich hoch. Na, lass mich hoch. Ja, ich habe ja geht mit dem Schlüssel. Was wäre ein Unterschied zum schwierigen Schwierigkeitsgrad? Bis jetzt habe ich noch gar keinen Schaden oder so bekommen. Oh, hart. Okay, die hart. Wenn ich mich nicht irre. Was hast du für Granaten? Oh Gott. Mit unten bleibt. Wow. Den kaputt hauen. Aber was? Hier kann man immer zufällig irgendjemanden. Das ist schon mal. Amerika! Und wieder alle haben die amerikanischen Farben. Rot, blau, weiß. Wenn ihr meinen Controller sehen könntet, ne? Das Spiel ist so geil. Zwei mehr Rettung ab nächster. Okay, was steht da? Nächster Freischaltung. Ach so, ich muss noch zwei, dann kriege ich wieder einen neuen Charakter oder was? So. Ich bin wieder Chuck Norris. Jetzt bin ich wieder Rambo. Jetzt habe ich noch gar keinen Widerstand hier abbekommen. Das ist hier unten. Haben das Gesicht, wenn er schießt.
Da ist ja unten irgendwas. Das ist irgendwie so. Vielleicht doch voll mehr runter. Ja. Da ist überhaupt nichts. Oh, ich kann rollen, okay. So. Mac Rover. Geil. Oder? Was? Ja, ich mache mir aus ein paar Zahnstochern und im Streich wird eine Bombe oder irgendwas. Nein, ich bin gestorben. Wie die können sterben. Bis dann. Und da irgendwann muss ich noch mal sterben, um satt spielen zu sein. Mein Gott, sie stellen Widerstand her. Der liegt da einfach tot am Boden. Hast du ihn gerade? Nein, ich wollte schon sagen. Nein, ein Schuss und ich bin tot. Wir hatten Schrotgewehr. Ha. Was ist das? Für Amerika. Oh. Wer bist denn du? Bruiser. Bruiser. Okay. Oh, genau die schießen, ne? Ich kann mich gucken, aber wird das irgendwas? Nein! Wir haben nur noch ein Leben. Super. Irgendwann wird mir da angezeigt rechts. Gehen wir mal rein. Ist echt keine Musik im Hintergrund. Doch so ein bisschen. Aber die hört man vernünftig. Warte, ich rette dich. Mist, Kerl. Ich wieder leben. Jetzt bin ich wieder Bro Guy war. Mein Mac Bro war. Was ist das? Sehr gut. Nein. Was zum? Da ist irgendwas runtergefallen. Oh Gott, die halten ein bisschen mehr aus. Oh. Oh nein! Ich war am überlegen. Was soll ich machen? Soll ich gegen ihn schießen oder soll ich flüchten? So, jetzt fange ich wieder von neu an. So, komm her. Sehr gut. Ja. Auf die Raid. Sagt mir jetzt nichts. Ach, Blade, okay. Ja, okay, habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Komm mal her. Was hab ich denn für Granaten? Oh Gott! Oh Gott! Explosion. Apropos Explosion. Wie ist das? Ich hab dir an den Rang gebracht, okay. Ah, ich kann nicht da dran kleben bleiben. Ja, okay, er ist am besten. Start. Start. Nein. Start. 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 Ja, ich komme von der anderen Seite. Sehr gut. Es geht. So können mich meine eigenen Schüsse nicht töten. Das ist sehr hilfreich. Nein. So mit Fallout nicht schon genötig Gewalt ist, ne? Nein. Na warte. Bis da. Ja, gut. Nein, ich bin aber zwei. Soll ich die töten oder nicht? Nein. Ah, oh Gott. Also, das zählt doch nur alles zur ersten Level. Die ganze Zeit jemanden immer reinkommen, so am besten null Leben verlieren, ein paar neue Charaktere freischalten,
Nahkampf euch auf die USG, ne? Habt ihr sie noch alle? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ist ja noch ein Bro. Muss mal so da hochgehen, verdammt. Hab gesagt, so da hochgehen, sehr gut. Primitivangriff. Gesagt. Genau, Raketen schießen. Ne? Vielleicht bringt es ja was, wenn ich mehr Zerstörung anrichte. Nein, der erreicht mich noch richtig die Krise. Da, boah, der hat mich auch beinahe erreicht. Okay, ich wollte schon sagen, ich wollte gerade da runterkommen. Nein, du. Du, geh mal weg. Und war da glaube ich auch noch ein Flappen, ne? Ja. Und ein Bro, den ich retten soll. Bro, Dread. Dread meine ich. Sah aus wie ein O. Judge Dread, ne? Na, jetzt kommt The Law. Warte mal. Was du für? Ah, okay. Und wie gerufen? Nur eine möchte ich mir aufbauen für die Bosse. Fragezeichen. Was geht? Ich gehe auf dich eben. Was ist das? Ha, Amerika. Und alles explodiert. Headbang. Das Spiel ist so geil. Das Spiel ist so geil. Und da war die erste Level. Okay, gut. Ich habe schon 3C. Dies ist ein Geheimansatz. Ein einzelner Bro birgt die Vorräte, die in falsche Hände geraten sind. Bernstein, was? Wo sind die erste Level wieder? Nehmen wir an, das ist genau die gleiche Level, ne? Gehen wir mal zur zweiten. Kambodion. Schon bald ist Kambrodium an die Arbeit. Natürlich, alles ist Bro. Durch mal unseren General oder Sergeant oder was auch immer der ist an. Genau, was als könnte uns irgendwie verkloppen. Das könnte eigentlich ein indirektes 200 Abonnenten Special sein, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Weil vor 2 Tagen habe ich 200 Abonnenten erreicht. Also ja. Oh Gott, du hast eine TNT. Du hast irgendwas TNT an dich dran gehabt. Nein, du blöder. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Zu alle irgendjemand da. Ich wurde wohl ein Stein zerquetscht. Oh mein Gott, hier frisst er. Schieß auf Explosion, dann frisst er hier. Aber meine Explosion, die kann ja aushalten. Okay, diese Steine, die mich anschieße, fallen so runter. Okay. Geh weg, geh weg. Weil sie so ein einzelner Schuss immer. Warte, jetzt reicht's doch mal. So, was geben wir mal einen neuen Charakter wieder? Ist doch einfach nicht. Ist das? Und einmal neue Gegner raus. Ich glaube schon, ne? Geht doch nicht. Gott. Hilfe. Nein, 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 nein. Wieso haben mich Explosionen so schnell weg? Amerika! Umbro! Den Bonus kommt man noch, aber so lange schießen, bis irgend bis hier jeder stirbt. Macht Sinn. Oh nein. Du blöder. Ganzes Wagen, einen Bro zu töten.
zum Samenbienenstock. Los, Bienen, geht runter und tötet. Ah, den Punkt haben wir hier egal. Mein Flammenwerfer. Was ist das? Growing Black. Okay. Oh, was so? Okay. Oh Gott. Das Spiel ist so awesome. Das ist eine geile, bekloppte Idee. Oh, okay. Mein Gott. Weil ich mich hier wegballern will. Ich habe ein Steuerkreuz, ne? Ich will allerdings. Mitten, hallo. Weil ich mich mal hochballer. Kannst du als Antrieb benutzen. Oh Gott. Was ist das? Ich habe viel fortschrittlichere Technologie. Amerika. Flexen. Jeder kann flexen. Sehr gut. Oh, okay, bin gerettet. Ich dachte, er hätte mich erreicht. Also solange ich eher schieße als die Gegner. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, dass ich unbesiegbar bin. Also wie in den anderen Action Film. Oh, ja. Start. Ah, ja. Was zum? Was war das? War ich das? Mal ausprobieren hier. Was ist das? Ja, ich war das. Oder auch nicht. Wir haben amerikanische Farben. Das muss das doch ich gewesen sein. Ich habe aber das Spiel schon sehr viel länger draußen. Ich glaube so 2013 oder so. Aber ich glaube für... Ey, da liegt er ja noch. Los, tun wir seinen Körper ehren, indem er ihn in die Luft sprengt. Oh. Das hätte er bestimmt gewollt, ne? Mein Gott. War ich das oder muss das so sein? Oh Gott, nein, 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 nein. Amerika! Sehr gut, 5 mehr Rettungen. Okay. Dann wo ich den Part ja jetzt gern beenden. Fange jetzt einen neuen Level an, ne? Und dann setzen wir das Spiel in der nächsten Folge fort. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mal ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Vollkommen egal. Und ja. Bis zum nächsten Part dann, würde ich sagen. Tschüss.